Hallo Leute, es geht weiter mit Final Fantasy 3. Wir sind zurück hier vor Schloss Goldor, wo es zuletzt, naja, eher so schleppend vor sich ging. Daraufhin habe ich geguckt, wo finde ich denn jetzt den richtigen Weg, bevor ich da 1000 Monster besiege, und habe zum einen erstmal entschieden, dass jedes Mal, wenn zu viele Kämpfe halt kommen in Goldor, dann schneide ich das am Ende so raus, dass der ganze Part jetzt nicht nur aus diesen ganzen Kämpfen besteht, sondern dass wir auch wirklich heute vorankommen. Und ich bin auch nochmal zurückgegangen mit den Kriegern, hab nochmal richtig viel Geld ausgegeben. Ich habe nämlich jetzt kaum mehr was. Und hab Refia erstens zum Dieb gemacht. Das ist sehr wichtig. Ohne sie können wir nämlich gar nicht als Dieb weiterkommen. Sie kann als Dieb nämlich die Türen öffnen. Das wusste ich so gar nicht, dass das einfach so geht. Sie kann also die verschlossenen Türen öffnen. Ich schätze mal, dass der Golde auch Angst davor hat, dass Diebe in sein Schloss kommen und ihm seine Sachen stehlen wollen. Also lassen wir Refia zumindest erstmal als Dieb. Zwischendurch können wir sie aber auch wieder umberufsmäßig rüsten, dass sie wieder eine Bogenschützen wird. Und ich habe halt sie richtig gut ausgerüstet. Sie hat zum Beispiel jetzt auch einen Boomerang und so. Und als Bogenschützen habe ich ihr diesen mega teuren komischen Selene-Bogen oder was das war gekauft. So oder so ist Refia ja jedenfalls bestens ausgerüstet und hat eigentlich im Moment den gleichen Schaden, nur halt eventuell nicht dieselbe Stufe. Also ich weiß gar nicht, wo Refia als Dieb gerade steht. Wahrscheinlich nicht so weit wie sonst. Aber wir brauchen sie halt, um die Türen zu öffnen und so. Stufe 29 ist sie und als Waldläufer ist sie 23. Die ist ja sogar weiter. Ja gut, dann ist sie als Dieb sogar eigentlich besser. Die anderen sind auch wieder gut ausgerüstet. Alles ist wieder okay. Wir haben auch neue High-Portionen und bliblablups. Also gehen wir mal rein. Und dann gehe ich jetzt mal direkt hier rechts zu der Tür. Ich habe das nämlich ausprobiert. Damit das geht, müssen wir die Formation aber ändern. Das heißt, Refia geht jetzt an die erste Stelle. Das machen wir mal. So, mit Hilfe deiner Diebesfähigkeiten entriegelst du die verschlossene Tür. Tada! Und da sind wir drinne. Was auch immer das heißt, dass wir dann hier sind. Keine Ahnung. Hier ist aber gar nichts. Wir werden angegriffen. So. Das waren zwei Bären, das war jetzt nicht wichtig. So, ja, ich weiß nicht, was das hier soll, aber ich gehe mal wieder raus. Oder gab es da irgendwo anders noch einen Weg raus? Das kann natürlich auch sein, dass es hier irgendwo anders so Geheimwege gibt, die wir vielleicht nur sehen, wenn wir rangehen. Nee? Nö, dann gehe ich raus. Okay. Ich weiß immer nicht, ob ich sie gerade als Dieb lassen soll. Hier ist noch eine Tür, die kannst du auch aufmachen. Genau, gehen wir da mal rein. Was ist hier? Eine Statue. Vielleicht ist ja irgendwann dieser Goldor-Typ dabei. Geht's hier nach links? Oh ja. Hier geht's nach links. Nanu? Aber ich bin jetzt natürlich nicht bei diesen Truhen. Ich wollte natürlich auch da eigentlich nochmal hin. Hier ist nichts. Wir haben gerade Glück mit Kämpfen. Ich lasse den Bärenkampf jetzt mal drinne, weil dann seht ihr mal, wie sie kämpft. Mit ihrem neuen Boomerang und so. Das finde ich gar nicht schlecht. So, bam. Einfach mal so einen Kopf geschmissen oder was weiß ich wohin. Ja, sehr cool. Eigentlich gefällt sie mir als Dieb auch richtig gut. Also als beides. Sie sieht, finde ich, als Dieb halt cooler aus. Ich finde, sie macht aber auch extrem guten Schaden halt als Bogenschützin. Ich mag sie als beides gerne. Juhu. Eine Goldnadel erhalten, was auch immer das heißt. Oh, wir werden angegriffen. So, das waren zwei dieser goldenen Soldaten. Wo geht's hier lang? Oh, wieder angegriffen. So, das waren wieder zwei goldene Ritter. Was ist mit ihm hier? Ist mit dem was? Nö. Okay. Und wieder angegriffen. So, jetzt habe ich aber ein bisschen was eingesteckt. Jetzt muss ich mal erstmal, es waren wieder zwei Bären. Will ich den erstmal wieder heilen? So. So ist okay. Ja, mit dem ist anscheinend nichts. Weiter geht's. Hier geht's auch. Boah, ist das groß hier. Und ich habe noch längst nicht alles abgecheckt. So, wieder zwei Bären, die ganz schön zugehauen haben. Ich glaube, das letzte Mal beim Part, da waren das auch Bären, die mich dann auf einmal so platt gemacht haben. Wenn man da nicht aufpasst, ist man auch ganz schön schnell tot. So. Laufen, laufen, laufen. Hier ging es einfach nur doof rum. Toll. Okay. Gehen wir mal nach links weiter. Geht's hier überhaupt weiter? So, waren wieder zwei Bären. Immer diese Bären.
Oh oh. Hier geht's jetzt aber hoch. Ah, heißt das, uns steht der Megakampf bevor? Wenn ja, dann gucke ich nochmal hier mit normalen Portionen, wie ich die aufmotzen kann, die Leute. Dem geht's gut, dem geht's auch gut. Ja, ist okay so. Ja, mehr können wir eigentlich nicht tun. Vielleicht die Formation nochmal ändern oder... Ah, wir lassen es mal so. Ist okay. Wir sind sehr gut vorangekommen. Allerdings fehlen mir jetzt gerade diese Schatztruhen. Die hätte ich gerne eigentlich bekommen. Ich hoffe, wir können danach noch im Schloss hier rumgeistern. Sonst werde ich den Kampf vielleicht sogar nochmal machen. Egal, lassen wir uns mal überraschen. Ich weiß ja nicht, was kommt, aber ich kann mir vorstellen, dass er kommt. Haha. Ihr bekommt meinen Kristall nicht. Ihr bekommt stattdessen die Hucke voll. Okay. Ja, dann stehlen wir mal als erstes was von ihm. Oder wir greifen ihn mal an. Es wird bestimmt eh. Machen wir mal Eisra. Angriff und studieren ihn mal. Normaler Angriff 84, 120. Wir brauchen auf jeden Fall natürlich immer jemanden, der uns zeilt. Oh, Eisra gar nicht. Das war jetzt merkwürdig. Warum? Goldor. LP weiß man nicht. Keine Schwachpunkte hin. Okay, aber anscheinend nur physischer Schaden eher. Anscheinend nur physischer Schaden. Na gut, stehen wir mal was. Und greifen normal an. Und du bist mal jetzt schön am Heilen immer so nebenbei. Na? Konnte es nicht stehlen. Schade. Aua. Stumm. Ja, das Zaubern bringt ja anscheinend eh nichts. Von daher... Das war gut. Das war nicht schlecht. So, Angriff. Angriff. Angriff und weiter heilen. Wenn er nämlich nochmal einen 300er Schaden macht, dann... Ja, danke. Aber meine angriffsphysische Schäden sind auch nicht so schlecht, also... Wenn die mal ein bisschen hier reinhauen würden, dann würde das auch gehen. Kann man wirklich nichts stehlen von ihm? Ich hoffe. Sieht eigentlich ganz gut aus. Ja, super. Sonst machen, bei den normalen Monstern machen die teilweise bis zu 3000 Schaden manchmal. Also ist mehr, oder auch 1000 noch was Schaden. Also habe ich alles schon erlebt. Super, einer ist schon mal tot. Scheiße. Und ich kann ihn nicht wiederbeleben, ne? Das ist die Kacke. Warum? Oh, ich habe keine Phönixfeder mehr. Das regt mich so auf. Das ist so scheiße, dass man die Leute nicht wiederbeleben kann, sobald einer stirbt. Und jetzt kriegt Ark schon wieder gar keine Erfahrungspunkte mehr, falls ich es hinkriegen sollte. So blöd. ...470 ist ja nicht viel. Könnt ihr mal ein bisschen reinhauen? Zaubern geht ja nicht. Ja, dann greif an. Greif doch einfach alle normal an. Ist okay so. Der wäre jetzt gestorben. Hätte sie ihm nicht die Heilportion vorgegeben, aber ich habe mitgedacht. Na komm. So, jetzt sollte er langsam draufgehen.
Na, da habe ich ihn. Aber so blöd. Ich wusste, dass ich das jetzt schaffe, aber... Ja, natürlich kriege ich keine Erfahrungspunkte für Arc. Das ärgert mich immer total. Gerade Arc müsste eigentlich aufsteigen. Nervig. Go, bleibt weg, ihr. Wenn ich den Kristall nicht haben kann, dann sollt ihr es auch nicht. Er hat ihn kaputt gemacht. Der Kristall gehört mir. Oh nein, was wird nun mit der Welt passieren? Wir müssen gehen und das herausfinden. Arc lebt wieder. Moment, lasst uns zuerst diesen Schlüssel nehmen und unser Schiff von den Ketten lösen. Erstmal nehmen wir den komischen Schlüssel mit. Kettenschlüssel erhalten. Ja, toll. Menno. Und jetzt müssen wir uns hier wieder durchschlagen. Was ist mit Arc? Ach, allen geht's wieder gut. Aha. Okay. Gut. Dann gehen wir wieder zurück. Oder ist hier noch irgendwas? Ich meine, hier war sein Thron. Nix? Toll. Dann können wir ja nochmal die Truhen aufsuchen. Und was weiß ich, gucken, was hier noch so ist. Ich schneide ja eh immer die doofen Kämpfe raus. Und dann kann Arc auch noch ein bisschen aufleveln, während ich rumübe und kämpfe. Wieder zwei Bären. Ich habe mir gerade überlegt, jetzt bräuchten wir im Moment zumindest Refia gar nicht mehr als Dieb. Es sei denn, wir haben noch eine Tür vor uns und kann ich sie ja wieder ändern. Aber dann mache ich sie wieder mal als Waldläuferin. Jups. Zack, Waldläuferin. Ich will nämlich auch unbedingt mal ihren neuen Bogen jetzt ausprobieren. Hier, den Selene-Bogen. Der macht nämlich schon Angriff 63 richtig gut. Und dann kriegt sie erstmal ein paar Eisenpfeile noch in die Hand gedrückt. Abwehr 15, 1, 6, 4. Okay, die schwarze Kapuze soll es sein. Abwehr 30, 18, 10. Also die Dunkelrobe. 3 und 3 Kraft am Schutz, alles klar. So. Hier kann man aber nirgendwo rein. Gut. Mal wieder weg hier. Was machen nur diese Bären hier immer? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, was die Bären hier machen. Das waren zwei goldene Soldaten, Ritter, was auch immer. Mal wieder. Okay, hier ging's runter. Das waren jetzt zwei dieser komischen Pferde, die wir aus dem letzten Part irgendwie kennen. Ach ja, hier war ja nichts. Okay, dann gehen wir wieder ganz runter hier. Raus aus seinem Palastding. Ja, wir müssen ja eigentlich ganz raus hier. Weil wir waren ja gar nicht hier damals. Wir sind ja gar nicht durch diese Tür gegangen. Das heißt, ich gehe mal ganz raus und gehe nochmal nach links, wo wir damals lang gegangen sind. Und hier haben wir auch noch eine Tür. Da waren wir noch gar nicht drinne. Moment, dann muss ich sie ja doch wieder mal ändern. Doof. Zack. Kann ja einfach mal so machen und dann, genau. Muss ja nicht ausgerüstet sein, soll ja nur die Tür öffnen. Zack. So, dann ändere ich sie wieder. Ach, ist jetzt schon blöd hier. Hat sie jetzt aber wieder ihre Rüstungssachen ausgezogen? Wahrscheinlich, ne? Ja, das ist immer das Blöde, dass man das hier ganz schnell wieder... Ach ja, kriegst du mal ein paar Eispfeile in die Hand. Hier waren wir auch noch nicht drin. Ein Raum mit nichts? Toll. Toll, einfach mal nichts. Manno. Hat sich ja total gelohnt. Waren wir hier schon? Bären, immer diese Bären. Okay. Ich weiß gar nicht, wo ich bin. Irgendwie verlaufe ich mich hier langsam. Doch, das war doch hier. Hier sind diese Bücherregale. Och, wieder unsere Münzen. Ich lasse die Münzen mal drinne. Mal wieder ein Kampf, den ihr seht. Wie jetzt? Ich werde hier ein Frosch. Willst du mich veräppeln? Ich werde kein Frosch. Kein Frosch sein.
Ja, das war doch gut, Revia. So soll's sein. Super. So. Hier waren doch irgendwo die Kisten. Man konnte hier rein und dann kamen die Kisten irgendwann. Hier aber nicht. Dilili. Die waren hier, ne? Tada. Und die werden angegriffen. Oh, diese Münzen sind nicht ohne. Die haben gerade eben Eisra auf mich gemacht. Das war nicht so toll. Aber wir haben uns ja eigentlich eingedeckt gehabt. Hier kriegst du mal das da und dann das andere macht er mit Vita. So, dann holen wir uns mal den ganzen Kram hier wieder. Hier waren ja 1000 Goldschwerter nur in diesen Truhen. Aber es ist egal. Ich nehme die alle mit. Das sind alles meine. Können wir nämlich auch alle verkaufen. Oder, keine Ahnung, wem wir die geben. Zum Beispiel diesen Typen in Armor könnten wir diese Goldschwerter geben, wenn das gehen würde. Dann werden sie richtige Krieger und kriegen alle ein Goldschwert. Wäre das nicht toll? Das wäre doch eine schöne Story. Goldschwert, Goldschwert, Goldschwert und Drachenkrallen. Natürlich, am Ende ist was anderes. So, dann haben wir das ja geschafft hier. Das waren wieder diese zwei Pferde mit ihren starren Blicken, die blöden Viecher. War hier jetzt noch irgendwas? Nee. So irreführend hier mit den Regalen, aber naja. Und die Bären mal wieder. Die können es einfach nicht lassen hier im Schloss. So, wir wollen raus hier jetzt. Ich glaube nicht, dass hier noch was kommt. Den Kampf lasse ich mal wieder drinne. Ist okay. Die beschießen wir mal richtig ordentlich. Greifen an. Heilen muss ich eigentlich gerade nicht. Kann ich auch in der nächsten Runde. Das war gut. Dann kriegen wir die auch platt, die Viecher. Komischen goldenen Ritter hier. Arg mit seinen Büchern. Immer drauf. Yay. Und wieder die Stufen gestiegen. So soll's sein. So, ich war hier auf dem Weg nach unten. Genau. Ah, dann haben wir ja eigentlich alles abgeklappert, oder? Ich hoffe. Ich hoffe, dass ich nichts übersehen habe hier in diesem Schloss. Nee, da ist noch eine Tür. Was sind das denn für Viecher? Die hatten wir ja noch gar nicht. Die beschießen wir mal. Dann mach ich mal Feuerer. Angriff. Studier die mal. Goldadler. 935 ist ja nicht so viel. Schwäche Wind haben wir noch nicht ausgerüstet. Wir bräuchten halt unbedingt mal so einen Zauberladen. Ich hatte auch extra in Armor nochmal geguckt, ob es da halt Magie zu kaufen gibt. Aber es gibt da keinen Magieladen. Total blöd. Ja, Refi hat's gemacht mal eben mit Beschuss. Voll gut. Die ist so gut. So, wieder eine Tür, die wir noch nicht hatten. Du musst dich schon wieder verändern hier als Dieb. Hm, wo sind wir hier? Natürlich finden wir nichts, aber doch, wir können hier noch nach links. Wo kommen wir denn hin? Moment, du musst dich mal wieder ausrüsten. Beziehungsweise deinen Beruf wieder ändern. Ah. Doof, dass man das hier immer machen muss. Und obwohl ich die ganzen Kämpfe ausgeschnitten habe, ist der Part schon wieder gleich um. Es geht doch so schnell. Selbst meine Pfeile gehen mir langsam alle. Habe ich jetzt das Gute genommen? Ich hoffe. Hä? Waren wir hier schon? Waren wir hier schon? Ich bin ganz durcheinander, weil sie die Tür halt... Hä? Kommen wir jetzt wieder ganz zurück? Ja, ich glaube, wir kommen wieder zu ihm hin, ne? Das war jetzt nicht so schlau von mir. Ich dachte, das wäre eine Tür, die wir noch nicht hatten. Hä? Hm. Na gut. Ja. Ich glaube, das war nicht so schlau von mir, hier wieder hinzugehen. Ich glaube, wir sind jetzt einfach wieder bei ihm. Okay, ich laufe wieder ganz zurück und dann gehe ich wirklich raus. Und dann sehen wir uns als nächstes auf jeden Fall bei unserem Schiff wieder mit den Ketten. Ich lasse die Leute nochmal eine Nacht pennen, damit es denen wieder richtig gut geht. Aber eigentlich habe ich das ganz gut gemacht, finde ich. Und man hat im ganzen Part halt nochmal ein bisschen diverses anderes gesehen, das ganze Schloss erkunden können.
ohne dass man alle 5 Sekunden Kampf sieht. Ich hoffe, das war diesmal okay so für euch. Wir sehen uns im nächsten Part von Final Fantasy 3. Tschüss!